Dieses Video wird gesponsert von Shop for Tesla, nachhaltiges Zubehör für deinen Tesla. Mit dem Code TESLACOO bekommt ihr 10% Rabatt. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und damit willkommen auf meinem Kanal, die TESLACOO. Hier ist der Steven und ich bin auf dem Weg zum neuen Supercharger in Zalameles. Da wurde ja erweitert um, ich glaube, 14 V3 Supercharger zu den vorhandenen 6 V2 Superchargern. Und da möchte ich mal wieder eine Ladekurve aufnehmen mit meinem LFP60 Akku. Mal schauen, ob sich da jetzt mit der aktuellen Firmware was geändert hat. Habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht und manchmal ändert sich ja was im Laufe der Firmware-Historie. So, mit der Scheibenwischerautomatik bin ich im Moment gerade nicht so zufrieden. Es ist hier ziemlich winterlich, es ist ziemlich nass auf der Straße und die Automatik muss ich immer wieder von Hand wie jetzt von Hand nachjustieren. Also ich muss immer wieder von Hand drücken, damit das weiterwischt. Das war schon mal besser, meines Erachtens. So, wir haben es auf jeden Fall minus 2 Grad draußen und ich soll ja ankommen mit 1, noch irgendwas Prozent, also knapp ankommen. Ja, genau, sind wir auch schon gleich da in 2-3 Kilometern in Zalameles und dann schauen wir mal. Akku dürfte einigermaßen warm sein, wie der LFP-Akku jetzt hier performt. Aber die 170 erreicht. Ja, ich würde sagen, bis dann. So, wir sind jetzt hier mittlerweile mit 1% angekommen. Ich lasse die Heizung noch ein bisschen auf Maximum laufen, damit wir vielleicht sogar noch die 0 erreichen. Ich fahre trotzdem schon mal ran an den Supercharger. Das ist der neue V3, die neue V3-Erweiterung hier in Zalameles. Und ja, hier drüben sind die alten Tesla-Ladesäulen. Da sieht man es schön. Das sind die V2, die sind halt langsamer. Und hier sind noch ein paar TEAG-Säulen. So, erstmal wieder runter drin hier die Heizung. Das ist doch ganz schön heiß hier drin. So, jetzt sind wir bei 1 Kilometer Restreichweite, also 0%. Ich würde sagen, stöpseln wir jetzt mal an hier und schauen wir mal, was wir hier reinkriegen. Zack. Und V3 Supercharger läuft. Kamera läuft auch. Und Laden gestartet. Auf geht's. So. 59 kW. 100 kW. 111. 130. 140. Das läuft sehr schnell. 158. 166. Ja, also Akku ist auf jeden Fall warm. Bei 1% jetzt bei 165, 168. Gut, die Spitze wird immer nur kurz erreicht. Und ja, danach geht es dann wieder runter. Wir lassen das jetzt mitlaufen im Zeitraffer am besten. Und dann werde ich die Ladekurve erstellen, euch einblenden. Und dann schauen wir weiter, würde ich sagen. Bin gespannt.
So, da werden wir das Laden jetzt hier gleich beenden und mir bleibt an dieser Stelle noch zu sagen, wer noch nicht hat, vergesst nicht eure THG-Prämie für dieses Jahr noch zu beantragen. Da gibt es 2022 noch 400 Euro bei Geld für E-Auto. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ändert sich 2023 leider. Das wird erheblich weniger, weil der Strommix unter anderem jetzt ein anderer ist. Der ist schmutziger geworden durch die bekannten Probleme. Und da wird es deutlich weniger werden ab nächsten Jahr. Also nehmt das dieses Jahr nochmal mit. Es sind ja nur noch ein paar Tage jetzt, wenn ihr noch nicht angemeldet habt oder jetzt euer neues Auto bekommt. Könnt ihr nächstes Jahr dann gleich wieder machen im Januar. Dann aber eben, wie gesagt, weniger, mit weniger Ertrag. Aber gut, ja, geschenktes Geld. Wisst, wie es ist. So, genau, wir haben jetzt hier 99% geladen. Das sind jetzt 423 Kilometer. Ich sage mal, den letzten Prozent, das schenken wir uns jetzt. Da passiert jetzt eh nicht mehr viel. Hier steht zwar noch 2 Minuten, aber das wird sicherlich danach noch kalibrieren. Hätte mich jetzt gekostet 33,63 €. Ja, dann würde ich sagen, stoppen wir den Ladevorgang und entriegeln schon mal. Und fahren wieder nach Hause. Zack. Ja, was ist denn hier los? Da schauen wir uns mal die Ladekurven an, die wir jetzt eben aufgenommen haben im Vergleich zu einer Ladekurve, die ich mit dem LFP 55 Kilowattstunden Akku aufgenommen hatte. Und zwar damals im Sommer bei 22 Grad Außentemperatur und heute halt hier bei minus 2 Grad Außentemperatur. Und da seht ihr schon, dass ich heute, dass die Ladeleistung schnipst hoch auf ja, knapp 170 kW, um dann sofort wieder zu fallen auf ein Plateau, so um die 100, knapp unter 100 kW. Das hat er sehr lange beibehalten, bis er sich an die andere Ladekurve angenähert hat, teilweise auch dann ein bisschen drüber war, aber ich sage mal im Großen und Ganzen angenähert hat und dann stetig zu fallen Richtung 100% State of Charge. Ja, und so sieht das dann aus. Da seht ihr richtig schön, was ich da jetzt versäumt habe an Ladeleistung. Das hängt aber nicht mit der Außentemperatur an sich zusammen, weil es nun heute minus 2 Grad war. Ich kann auch bei minus 20 Grad die volle Ladekurve bekommen. Es hängt einzig und allein damit zusammen, mit wie viel Batterietemperatur ich am Supercharger ankomme. Sprich, wie lange hat er vorkonditionieren können? Wie gut hat er vorkonditionieren können? Wenn ich die ganze Zeit mit 100 km/h nur fahre auf der Autobahn, dann kann ich 2 Stunden fahren. Da ist der Akku noch lange nicht warm. Wenn ich aber die Vorkonditionierung anhabe, weil ich zum Beispiel den Supercharger ausgewählt habe, dann habe ich eine Chance nach einer Stunde, sage ich jetzt mal, oder länger, dass ich da in die Richtung Wohlfühltemperatur komme, die so im Übrigen beim LFP-Akku so bei 45 Grad aufwärts liegt, würde ich jetzt mal so sagen, aus der Erfahrung. Ja, und das ist alles Entscheidende. Ich muss mit der Wohlfühltemperatur ankommen, dann nimmt er sich die volle Ladekurve, komme ich darunter an, dann tut er entsprechend zum Akkuschutz die Ladekurve absenken. Das ist gut so, das ist richtig so. Der Akku soll ja lange halten und er soll ja nicht überstrapaziert werden. Und deswegen sieht das so aus. Also es kann auch durchaus sein bei 5 Grad Außentemperatur, dass ich eine schlechtere Ladekurve habe und genauso gut eben auch bei minus 20 Grad, dass ich eine bessere Ladekurve hinbekomme. Da das jetzt nun mal so die Realität ist, die wir im Winter erfahren können, wollte ich euch das jetzt nun mal so zeigen. Ja, so kann es halt jeden gehen, der nicht warm genug ankommt. Dennoch schauen wir uns jetzt gleich mal die Ladezeiten an, was das denn ausmacht. Ist das jetzt schlimm? Ist das nicht schlimm? Gucken wir uns gleich an. Ja, wirklich schlimm ist das nicht. Ich habe euch jetzt mal gezeigt auf der linken Seite meinen LFP 60 Akku, auf der rechten Seite den LFP 55 Akku bei also sommerlichen Temperaturen. Und da seht ihr schon, wenn wir jetzt mal angenommen von 5 bis 50% laden, haben wir ungefähr 5 Minuten längere Ladezeit. Wenn wir jetzt von, nehmen wir mal eine typische Spanne von 5 bis 80%, dann haben wir 31 Minuten und 50 Sekunden jetzt gehabt und hätten das im Sommer in 25 Minuten 54 schaffen können. Also knapp 6 Minuten länger haben wir jetzt geladen. Gehen wir jetzt von 10% bis 80% zum Beispiel mal aus, dann sind das 30 Minuten, die ich jetzt hier geladen hätte, wogegen ich im Sommer dann 24, 48, also 25 Minuten hätte laden müssen.
da ist der Unterschied dann ungefähr nur noch 5 Minuten. Also 5 bis 6 Minuten, je nachdem, wie voll und leer ihr ankommt, je nachdem, wie voll und leer ihr wieder starten wollt, ist jetzt der Unterschied. Das ist, denke ich mal, verschmerzbar. Was ihr halt nie machen dürft, ihr dürft nie mit eiskaltem Akku ankommen. Also wenn ihr jetzt also das Auto steht die ganze Nacht draußen bei minus 10 Grad, minus 15 Grad, der Akku kühlt komplett aus auf Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und dann wollt ihr frühst sofort an den nächsten Supercharger, der gleich um die Ecke ist, das wird nicht funktionieren. Also das dürft ihr nicht machen. Dann lieber abends noch aufladen, wenn der Akku noch schön warm ist und dann, wenn man frühest bei einem Roadtrip eine längere Etappe dann hat, das ist dann förderlich, dann hat der Akku genügend Zeit, um sich aufzuwärmen. Das sollte man so ein bisschen mit bedenken. Ja, und ansonsten, denke ich mal, habt ihr jetzt mal ganz gut gesehen, wie sich das im Winter verhalten kann. Na, das ist natürlich jetzt bei den anderen Akkus vielleicht noch ein Ticken anders. Der LG-Akku zum Beispiel, der jetzt aktuell im Long-Range verbaut wird und im Performance-Modell, soll wohl nicht ganz so kälteempfindlich sein. Das sind so Sachen, die sollte man wissen, wenn man einen Roadtrip macht oder generell das Auto im Winter bewegt, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf hat. Und dann denke ich, kann man ganz gut zurechtkommen mit dem LFP-Akku. Ich liebe den Akku, also ich mag den sehr und ich weiß, wo die Schwächen und wo die Stärken sind, komme damit prima zurecht. Und habe auch kein Problem, wenn ich jetzt mal 5 Minuten länger stehe. Bin ja nicht auf der Flucht, selten zumindest. Und ja, genau. So sieht das hier aus. Im Hintergrund Toshi Station. Kann ich sehr empfehlen. Kann man auch lecker essen. War ich auch schon mal drin. Aber wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gerne Abo noch da lassen. Und eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Video. Genießt ja das Wetter, hätte ich fast gesagt. Ja, doch, doch ist ja schön. Also ich finde das schön, so ein bisschen mit Schnee und vereist. Das hat schon auch was, ja. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Steven.